Stopp! Ist vorbei! Was ist das denn für eine Scheiße? Ruhe. Das sind nur kleine Leute. Die machen nicht Eis. Was? Mutti, komm mal eben. Das ist richtig Paprika-Rübs gerade. Kennt ihr den? Geil. Welcome back to the Flutters. Und hiermit ein herzliches Willkommen von uns. Hi. What's up? Es ist wieder soweit. Wir sind vereint. Und heute gibt es eine kleine Mahl-Challenge hier auf diesem Kanal. Das wird eine große Mahl-Challenge. Die wird groß und geil. Ganz groß und geil wird die. Und zwar habe ich euch aufgefordert, Begriffe zu senden, die wir malen sollen. Das Ganze werden wir in 30 Sekunden machen. 30 Sekunden? Ja, 30 Sekunden haben wir Zeit, um den Begriff zu malen. Am Ende wird hoffentlich Kubis Mutti für jeden Begriff einen Gewinner auswählen. Wie machen wir? Ist die Person, die am meisten Punkte hat, auf eine Bestrafung? Ja, wo, wie kriegt man denn einen Punkt? Der das Schönste malt, genau. Oder das am erkennbarste? Ja, das entscheidet sie, welches das Beste ist. Hä, bei jeder Runde kommt Kubis Mutti rein? Nee, ganz am Ende, wir sammeln das. What? Ach so, okay. Wir sammeln das alle und am Ende machen wir einmal hier, zack, zack, zack. Mutti, komm mal eben. Das wird auf jeden Fall als Video hier und dann gibt es auch welche auf deren Kanälen, also. Teil mal die Blöckers aus hier. Hier, meine Kinder. 100% Altpapier, gut für uns. Hier sind die Eddings. Man einfach auch mal so normales Papier kaufen können, wie dumme. Ruhe. Ohne Karos, ja. Ne? Ja, was, ich weiß auch nicht, was ihr da gemacht habt. Sind die dumm, warum haben wir das gekauft? Ja, hab ich mir auch vorhin gedacht. So, ich guck mal raus. Wenn ihr nächstes Mal auch mit dabei sein wollt, follow mir on Instagram, danke. Hm? Was? Hast du es gerade zur Kamera gesagt? Ja. Ja, du zu dir. Follow me on Instagram, bitte. Was ist das denn jetzt? Oh. Modern, wir wollten ja, jetzt nicht zwei Stunden Moin. Ton aussuchen hier. Boah, die stinken. Okay, seid ihr ready? Die Eddings. Kupi. Boah, ich fass an eine Wand. Schildkröten mit Hüten. Hä, ist ja easy. Mehrzahl? Scheinbar. Ach, Kröten? Oh, scheiße. Stopp! Was war das jetzt? Schildkröten mit Hüten. So ein Vogel mit Sauer. Ratze. Ja, süß. Einen Gurken-Eiffelturm. Was ist denn ein Gurken-Eiffelturm? Weiß ich auch nicht. Ich kann den mal malen. Ich mal den Gurken. Ja. Oh, das iPad! Egal, mal die Gurke. Oh ja, ist ja nur mein iPad, ne? Sie malt meine Gurke. Das sieht aus wie Bockwürste. Ey, du hast den Timer noch nicht mal gestellt. Mutter. Mein iPad. Hier kommt, zeig her. Was ist das denn für eine Scheiße? Hey, da sieht nichts aus wie eine Gurke. Excuse me? Ja, dein sieht als einziges aus wie eine Gurke. Ja, warum hat der so einen Schniedelwutz da unten? Das sind die Beine von meinem. Oh, ihr müsst da zur Kamera machen. Aber hier oben so, ne, so ein Gesicht. Böses Gesicht. Hier die Augen. Und er hat so eine eklige Nase. Und da leckt er so. Love that. Ein dicker Kick hat ja. Ja, wollen wir? Die Mane da ist. Ein Baum, an dem Einhörner hängen. Oh Marvin, das war schwer. Ja, kann ich doch nichts für. Noch nie so schlecht Einhörner gemacht. Oh Scheiße. Vorbei. Ja, zählt noch. Oh nein, mein eines Einhorn Schwanz. Hä, hey, das ist doch kein Einhorn, das ist ein Mensch. Mein Einhorn sieht ja nicht so schön aus, aber ansonsten. Hä, hey, was hängt bei dir da schon wieder für Scheiße? Okay, ich krieg einen Krampf in den Beinen. Echt? Och. Anstrengend, kann ich das hier kurz hochlegen? Nee, mach weg. Warum? Oh, ich krieg Rücken, geh weg. Ich krieg Rücken. Muss ich das schneiden? Ja. Boah, ja, hinter jetzt hier. Das ist viel Material. Liebesschaukel. Oh, warte mal. Was das willst du da reinmachen? Los! Du weißt schon, was eine Liebesschaukel ist, oder? Anscheinend nicht. Das ist so ein ja, das ist so eine richtig krasse Spielzeug. Also ich mal jetzt dieses Spielzeug. Soll ich auch noch malen, was da drin passiert? Mal, was du willst. Brigi entscheidet, wer gewonnen hat. Vorbei! Hey, ich hab ne echte Liebesschaukel gemalt. So sieht das aus. Ja, da liegst du so drin und wirst dann, ne? Ja, das ist meine Liebesschaukel. Das ist aber keine Liebesschaukel. Hey, das ist doch eine Hollywood-Schaukel. Ja, eine Schaukel. Hier denn jetzt bitte der Unterschied? Hey, das ist beides, ja auch scheiße. Das ist beides verfehlt. Das ist eine Schaukel, wo ein Herz drüber ist. Ja, weil wer weiß, ob Brigitte eine Liebesschaukel kennt. Ich kenn Sex in the City, hallo? Ja, na dann. Als nächstes kommt Cooper als Huhn. Boah. Hä, wie soll ich einen Cooper machen? Weiß ich auch nicht. Du brauchst mich einfach nur normal machen. Ich bin doch schon. Hä, wie siehst du denn aus? Hä? Nein! Oh, ich will noch einen Mund machen. Du meinst keinen Mund? Doch, Cooper meint auch die ganze Zeit. Die meint gar nichts mehr. Hey, das wäre doch voll gut gewesen. Was ist das denn? Guck mal bitte, wie alle aussehen. Guck bitte.
allererstes Mal. Hey, wieso hast du dir einen Schnabel verpasst? Ja, ich so einfach so komischer Kopf da drauf. Jetzt du so einfach so mit so zwei Punkten. Ein Dino, der sich schminkt. Ah, voll schön. Oh mein Gott. Gar nicht fertig. Oh, geil. Präsentiert mal euren geilen Shit. Sieht aus, als würde der Dino gerade irgendwas zerstören. Ja, jetzt wird auf so ein iPad draufgezogen. Ja, das soll so eine Palette sein, deine. Und meine auch direkt. Ja, ich habe auch deine gemalt. Geil. Sieht man doch. Oha, voll das schöne Auge. Oh, Marvin. Hey, Marvin hat's geschafft. I'm still alive. Kannst du mal bitte nicht gern? Findest du es langweilig? Findest du es langweilig? Willst du gehen? Nein. Jetzt wird Katja gemalt. Let's go. Life. Katja, I'm so sorry, honey. Oh mein Gott, sieht sie das? Aus? Scheiße. Oh, ich darf sie nicht sehen. Oh, ich darf sie nicht sehen. Die denkt, ich hasse sie. Sag jetzt. Katja, we all love you. Die Lippen. Voll geil, ich hab Bitch geschrieben auf den Schlipper. Der Bauch. Ein Schwein im Rock mit einem Huhn auf dem Kopf. Scheiße. Ich hab richtig verkackt. Ich toll bei deinem Schwein. Bitte zeig's. Oh mein Gott! Wie geil! Hey, wie cool du bist! Boah, das finde ich richtig geil. Wieso? Weil du das so stehend von der Seite gemalt ja, voll hast. Geil. Ich hab's von vorne gemalt. Oh, der süß. Rüssel gemalt! Sieht aus wie so ein Duschkopf. Hä? Das sieht aus wie so ein Ameisenbär. Das ist wie so ein Mixer, so ein Handmixer. Ich hab mir auch von vorne gemalt, die Modder mit der Huhn. Aber dein sieht richtig geil aus. Ja, aber das erkennt man. Sie müssen so wie eine Ente oben, aber... Warum denken wir so unterschiedlich, dass ich das von der Seite mache und ihr von vorne? Das hat bestimmt... Weil ich die Nase so am besten kann. Ja, hab ich auch gedacht. Ja. Also da hat man gemerkt, bei dir mit der Nase ist nicht so ganz... Aber den Schwanz haben wir nicht gemalt. Geil. Ja, an den hat Joey gedacht, ihr? Natürlich. Was ist das denn? Oh, zu dumm zum Scrollen. It's gone. Eine Frau in der Badewanne mit einem Glas Rotwein. Whoa. What the hell? I hate myself. Hä, was ist das denn? Boah, das ist eine richtige Cruella de Vil. Ich bin fertig geworden. Aber voll gut. Ich finde bei dir, deine sind immer so minimalistisch, aber alles ist drauf, was man braucht. Ja, mir auch. Voll gut, bei mir ist immer so voll viel. Bei ja, bei dir ist immer Kriegekragge. Ich bin so voll auf Details immer. Ich kann nicht so, das ist mir ein bisschen so Blubberblasen. Wenigstens ist der Nippel. Ein Goldfisch, der in der Glaskugel eines Astronauten ist. Go! Hä? Was ist du denn? Der ist im Weltall, an so einem Schlauch vom Mond. Am der, Schlauch? Der hat so ein Luftstromschlauch. Hä? Ich dachte, das war so ein Ding, wo da der Goldfisch ja, man sieht auch viel, wenn du das nur mir zeigst. Hä, hey, was ist das denn? Ja, Nase. Ja, kann ja auch reinschreien, Goldfisch. Ich warte schon. Es geht los. Ewigkeit. Ruhe. Voldemort mit Käse. Los geht's. Geil, sieht voll entspannt aus. Was ist meins hier? Der hat den Kopf so hinten dran, der hat doch so zwei Köpfe. Oder? Voldemort allein hat nicht zwei Köpfe. Was ist das für ein Spermium, Alter? Haltet mal zu. Hä? Ja, guck mal. Mach's einfach so, zack, weg damit und dann fliegt er los. Spermium. Mit Käse oben drauf. Kriegst du ein Käsekind. Eine Kreuzung aus Elefant und Einhorn. Ihhh, was machst du denn immer für hässliche Viecher? Hä? Ihhh, voll süß. Was sind das für Wimpern? Ich wieder so von der Seite. Ja, voll süß. Wie meiner gemobbt wurde. Nee, also Marvin, deiner sieht ganz gruselig aus. Ja und? Der hat Haar. Richtig entstellt. Ja, was ist das denn hier mit vier Striche? Soll das Fell sein, Haar? Sieht richtig gruselig aus. Wenn der mir nachts begegnen würde, ich würde schreiend wegrennen. Bei dem nicht. Nee, der sieht lieb aus. Eine gestreifte Giraffe auf Rollschuhen. Ich hab die Rollschuhe vergessen. Ach, Rollschuhe, scheiße. Bye-bye. Oh, nee. Oh, scheiße. Ich hab die Rollschuhe nicht gehört.
Bei mir hat so gar nicht ihre Dingens drauf gepasst, der Kopf so. So gemein war der Hals so aus dem Bild. Hä, sieht aus wie ein Kamel. Hä, wo ist da ein Hocker? Hey, der Hals ist viel zu kurz. Ist da denn ja, Hocker? Ich bin auch zu kurz im Kopf. War da die? Die hat noch nicht mal richtige Schuhe. Das sind keine Rollschuhe. Hä, hey, doch, das sind nur kleine Rollschuhe. Alter, ich hatte eine Zahnspange. So, und ja? Oh, blutest du? Nee. Boah, hat voll weh. So, okay. Was hat das mit der Zahnspange zu tun? So kein Rollstuhl, ja, drei Finger. Ja, ich habe es vergessen, Mann. Als ob eine Giraffe so drei Finger hat. Weil die sieht auch so richtig böse aus. Ein Cheerleader. Geil, ihr wärst Erde. Hey, voll cool. I love him. Hey, ich dachte so, kann er auch ein Typ ja, sein. Voll geil. Die Pumpums sind ein bisschen komisch, aber geil. Du meinst es komisch. Was ist da passiert? Oh, die sieht richtig gruselig aus. Die sind aus wie Gehörner. Die sehen aus wie Pantymos. Wir haben jetzt hier prominenten Besuch in der Mitte und einmal hinter der Kamera. Brigi ist da, Kubis Mutti, kannst hallo sagen. Hallo. Wir haben uns gedacht, sie bewertet jetzt mal die Fotos. Wir haben die Blöcke auch ein bisschen gemischt, also wir halten jetzt nicht das vor uns, was unseres ist. Sagt jetzt immer, was wir malen mussten und du suchst einfach aus, welches du am besten findest. Also das erste, was wir malen mussten, war Schildkröten mit Hüten. Welches gefällt dir am besten, was trifft's? Das, was Cooper hält. Das, okay, dann kommt hier ein Punkt. Warte. Oh, geil. Hier ein Punkt. Kann ich auch rausreißen. Weiter geht's. Das nächste war Eiffelturm aus Gurken. Also Eiffelturm kann ich daraus noch nicht erkennen. Das eine sieht aus wie so ein Grill oder so. Ja! Hä, welche sieht aus? Ja, hier, guck, das ist so ein Grill. Ja, das in der Mitte. Das hier. Okay. Habt ihr das blind gemacht? Nein! Nee. Aber wir hatten nur 30 Sekunden, danke für The Rose. Einhörner, die an einem Baum hängen. An einem Baum hängende Einhörner. Gesundheitsschatz. Das hier drüben kannst du ausreißen. Das nächste ist eine Liebesschaukel. Na, Mutti. Ich glaube, jeder hat eine andere Interpretation von einer Liebesschaukel gehabt hier in diesem Raum. Beziehungsweise so einer von uns drei hat eine andere Interpretation. So, it's up to you. Kannst du entscheiden, was für dich die Liebesschaukel ist. In der Mitte. Zack. Das nächste ist Cooper als Huhn. Das hier. Hä, das? Geil. Ein Dino, der sich schminkt. Das finde ich witzig. Einmal rausreißen. Das nächste ist Katja Krasavice. Kennst du die? Kennst du Katja? Okay. Was für eine Mitte. Katja, we love you all. Das nächste ist Schwein im Rock mit Huhn auf dem Kopf. Was? Ja, das ist in der Mitte, ne? Das nächste ist Frau in Badewanne mit Glas Rotwein. Das linke sieht aus, als wenn die im Boot sitzt. Wow! Also am besten gefällt mir das rechte, das, weil das die Badewanne Füße hat. Ja, cool. Geil, das ist wichtig. Wow. Mutti achtet auf sowas. Bei mir gibt's einen Wasserhahn. Ein Goldfisch im Glas eines Astronauten. Ja, mit der NASA. Mit der Schrift! Ja, das sieht eher aus wie so eine Uhr, ne? Aber das nächste ist Lord Voldemort mit einem Stück Pizza. Käse! Lord Voldemort mit Stück Käse. Bei dir. Das nächste ist eine Mischung aus Einhorn und Elefant. Alle ganz gut. Kriegen alle geil. Punkte. Ja. Alle? Alle gut. Ja, alle. Kriegen wir alle Punkte. Ja, geht. Wenn Mutti dazu will, geht das. Das nächste ist eine gestreifte Giraffe auf Rollschuhen. Ja, das in der Mitte. Love that for me. Ein Cheerleader. Am besten finde ich das in der Mitte, obwohl das rechte ist auch witzig. Sollen sie beide? Und das? Das linke ist das auch cool. Ja, aus wie so eine Hula. Hula. Die beiden. Oh gut, kann man auch mal machen. Boah, die furzt hier in einer Tour. Ich gar nichts. Hier, in der Nase. 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Ich hab 4. Was? Ja, verstehe ich auch nicht. 1, 2, 3, 6. Marvin hat gewonnen. Bestrafung habe ich mir
überlegt. Jeder gibt mir einen Shoutout-Post. Ach, der Instagram, nein, Spaß, ich habe keine Bestrafung überlegt. Ihr habt beide verloren, aber eigentlich seid ihr auch beide Gewinner. Einfach auf dem zweiten Platz, weil ihr beide gleich viel habt. Nein, ich habe einen mehr. Echt? Ja, jetzt mal hier, the credits. Ich habe verloren. Was ist denn unsere Bestrafung jetzt hier? Geil, aus dem Katzenklo essen. Ich bin schlecht in Bestrafung ausdenken. Und Marvin, jetzt gib mir doch einmal eine Bestrafung. Guck, Bass, runterschlucken. Ja, der Hund dran gefressen. Freunde, das war's von diesem Video. Checkt auf jeden Fall auch die beiden Mutters ab. Dort gibt's auch Videos. Oh yeah. Follow us on Instagram and thanks for watching. We love you all so much. Und Wookie hat auch Instagram. Ich glaube, sie weg. Ciao, Wookie. Tschüssi. Bye. Bye. Woo. Woo. Love her. Oh, geil. Hat sie da jetzt für einen Krampf? Ich bring sie weg. Sie will sich gegrappt. Ich bin zu ihm gegangen. Geiler Asch. Dann müssen wir jetzt noch eben meins machen, wo ich das kaputt. Wir können kurz eine Pause machen. Ja. Oh, nee, aber wir müssen auch noch mal in eine Dampfsauna. Ja, der Dampfsauna.